Ja, und hier ist sie nun, die Box, die in einer anderen Box drin war übrigens. Man kann es hier drauf sehen, es ist die Halo 5 Guardians Limited Limited Edition. Naja, war sehr lustig irgendwie, ich habe eine große braune Amazon-Box bekommen und in dieser großen braunen Amazon-Box war eine kleinere Box, die auch aussah wie eine Amazon-Box, aber scheinbar keine Amazon-Box war. Da habe ich mein Messer gezückt. Einmal hier ein Schnitt, einmal dort ein Schnitt und dann noch einmal oben lang und schon war sie auf. Hehe, Hust. Schupp. So, und in der Box wiederum war noch mehr Box. Also ich glaube, selbst ein atomarer Super-GAU hätte diese super geschützte Limited Edition in keinster Weise zerstört. Also, das war wirklich Overkill mit den Boxen. Die arme Umwelt! Oh mein Gott! Naja, da drin ist sie dann auch schon zu erkennen. Die Limited Edition auch nochmal selbst in einem Plastikmantel. Aber jetzt erstmal beiseite nochmal schauen. Hier drin ist auch nichts weiteres. Kann man also wegschmeißen. Schwupp. So. Und nun widmet man sich den wichtigen Dingen, nämlich der Halo 5 Limited Edition, die natürlich mal wieder blöderweise in diesem behinderten Plastik umgeben war, was einfach nur mega madig ist, weil das aufzubekommen, ohne die Box selbst zu beschädigen, ist jetzt nicht komplett schwer, aber man hätte es schöner gestalten können, wie ich finde. Na egal, ich habe das Messer einfach kurzerhand einmal umgedreht und dann hier den Film aufgemacht, dabei natürlich vergessen, irgendwie den Fokus zu ändern. Aber egal, es ist eh nicht so toll zu sehen, wie ich da jetzt das Plastikzeug abmache. Das geht dann relativ einfach, wie man es meistens auch schon kennt von diesen, ich weiß nicht, es ist immer so ein ganz bestimmtes Plastik, das da so drum ist, so ein weiches. Hier habe ich schon fast die Outer Shell hier zerrissen. Wobei ich eh mir nicht so sicher bin, ob ich die überhaupt behalte, denn ich muss sagen, dass das Steelbook an sich viel cooler ist ohne diese Pappschachtel nochmal außenrum. Und ich bin echt, wirklich, also das Steelbook ist echt ziemlich cool. Ich liebe Steelbooks. Oh mein Gott. Naja, genau, hier nochmal die Contents. Es gibt da drin auch irgendwie so einen Metall-Guardian, den man dann zusammenbauen kann. Habe ich bisher aber noch nicht für nötig befunden und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft nicht machen. Keine Ahnung, ich lasse sowas immer gerne unbeschädigt. Auch die bei meiner Halo 4 Limited Edition gab es auch so ein Einsatzbefehlspack, die man hätte aufreißen müssen. Den habe ich nicht aufgerissen, ich habe mich nicht getraut. Das Material war einfach zu cool, als dass ich das beschädigen will und ja, dann am Ende wegwerfen. Ja, sonst noch so alles drin, eben Fall of Reach und diese Wächter und Kommando-Lock-Einsatzbefehl, bla, und noch so ein paar Details zu anderen Spartans habe ich mir bisher noch nicht so viel angesehen. Aber jetzt hier erstmal das Steelbook mit dem UNSC. Dann ist gar nicht der UNSC, alles der Spartan-Adler, oder? Vom Spartan-Programm. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte immer, dass. Nein, warte. Vom Spartan-Programm ist auch immer der Helm. Dann ist es tatsächlich der Oder ist es Oni? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, die UNSC hätte einen anderen Adler. Und. Weil der hier hält diese drei Pfeile unten. Na egal. Linke Seite schon mal die Halo 5 Guardians Disc, die unglaublich cool ist mit diesem schönen Hexer-Irgendwas-Effekt da. Wie ich finde. Und jetzt hier so ein paar Spartan-Details. Operation Order, keine Ahnung. Findet man irgendwie so ein bisschen Zeug. Was auch immer, habe ich mir gedacht. Das Ganze nochmal in Spanisch oder so, keine Ahnung. Oder was heißt das für eine Sprache? Ordre, keine Ahnung. So, und hier sind dann die Log-Einsatzbefehle, die ich nicht geöffnet habe, weil die meines Wissens nicht wiederverschließbar sind. Es gab in der Halo 4 Limited Edition gab's so ein Pack, das war auch wiederverschließbar, das habe ich dann geöffnet, aber bei dem hier habe ich es mich nicht getraut, weil das ist so, ich mag dieses Material von diesem Zeug, ist auch so leicht Aluminium-Folien-mäßig ein bisschen, nur ein Premium. Naja. Hier ist dann nochmal eben dieser Metall-Guardian, dem widmen wir uns gleich noch. Dann bekommt man hier noch so Boni, die man eingeben kann. Natürlich ohne QR-Code, sondern wieder als 25-stelligen Code, den man dann eintippen muss, weil warum auch einen QR-Code nutzen, den man einscannen kann? Aber hey, naja,
14 Monate, Fail, Monate wäre cool, 14 Tage Xbox Live Gold hat man auch noch und dann noch irgendwie so Warnhinweise und nicht wegwerfen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie Schüssel, bla. Naja, so viel dazu. Das ist dann nochmal die Box selbst, eben mit dieser unglaublich coolen Disc, wie ich finde. Ich mag den Aufdruck sehr von der Disc, den sie da gemacht haben. So, jetzt hier nochmal ein näherer Blick auf den Metall Guardian, den man da irgendwie zusammenbauen kann, was sich aber scheinbar als komplex herausstellt. Also hier sind die so leicht ausgestanzt, wenn man so möchte, oder Laser Cut steht drauf. Und die müsste man dann euch rausdingseln und zusammenbauen. Erstens habe ich Angst, dass ich mir die Finger aufschneide, und zwar hart, weil ich irgendwie mir kaum vorstellen kann, dass es auch nur ansatzweise entgratet ist. Und zweitens scheint es relativ komplex zu sein, oder es sah zumindest so aus von der Anleitung her. Deswegen habe ich mir gedacht, tue ich es lieber mal wieder rein, lassen wir das Metallzeug ganz oben, dass man es durchsehen kann, weil das tatsächlich sehr cool aussieht. Und dahinter die Anleitung. Und vielleicht widme ich mich dem mal ein andermal. Aber bis jetzt begnüge ich mich mit meiner Kelly-Statue. Oder Figürchen. So, hier sieht man dann nochmal alles, was drinnen war. Insofern ich irgendwann mal die richtige Einstellung gefunden habe. Genau. Ja, und an sich ganz cool, was da alles mit dabei ist. Ich mag Limited Editions sehr gerne. Die Steelbook ist zwar nicht ganz so cool vom Entdeckungsgehalt her wie die anderen, aber trotzdem noch ziemlich cool und insgesamt einfach sehr schön. Also mir gefallen sie. Egal, das war's auch schon wieder. Ciao und tschüss, sagt der Quert.